Jan Ingwer, schön, dass du dir in der Mittagspause die Zeit genommen hast, hier für ein kurzes Interview im FCA Fan TV. Wichtigste Frage zuerst, wie geht's dir? Ja, danke der Nachfrage. Mir geht's sehr gut. Ich bin froh, dass ich hier im Trainingslager bei der Mannschaft mit dabei sein darf. Und das Training und mein Rekonvaleszenztraining läuft bis jetzt auch sehr gut. Alles fühlt sich gut an. Klar, ich bin ein bisschen müde, aber das ist auch gut so. Das heißt, ich habe ein bisschen was machen können. Was bedeutet es dir denn, hier jetzt das erste Mal wieder bei der Mannschaft nach deiner schweren Verletzung dabei sein zu können? Ja, das war natürlich die ganze Zeit schon ein Ziel von mir. Es ist immer ein besonderer Moment, mit ins Trainingslager zu fahren, gerade jetzt nach der Hinrunde und das, was beim FC Augsburg ja auch passiert ist. Und ich hatte die letzten Monate schon immer so das Gefühl, das könnte klappen. Das würde genau passen, auch so in meine Reha oder meinen Aufbauplan, den ich habe. Von daher hatte ich mich dann natürlich auch sehr gefreut, als die Nachfrage vom Trainer kam und vom Manager, wie es denn bei mir aussieht und ob es Sinn macht, mitzufahren. Und zum Glück macht das total viel Sinn und kann ich hier auch schon sehr viel auf dem Platz machen. Von daher ist natürlich für mich ist die Freude sehr groß, weil ich da jetzt lange Zeit drauf hingefiebert habe. Ich weiß, du schaust nicht gerne zurück. Trotzdem würde ich nochmals gerne nachfragen, wie du dieses schwere Jahr, diese Leidenszeit seit diesem bösen Foul im Spiel gegen Belgrad rückblickend jetzt siehst. Was war das für ein Jahr für dich? Ja, also die Verletzung war ja schon Ende 2015 passiert. Dann war es natürlich erstmal ein herber Rückschlag. Ist ja klar, ist relativ viel kaputt gegangen im Sprunggelenk damals, war dann aber ziemlich schnell in guten Händen in Augsburg in der Hessingpark-Klinik. Bin da einen Tag später sofort schon operiert worden. Und dann eigentlich, nachdem ich nach der Narkose aufgewacht bin, war für mich eigentlich klar, okay, jetzt packst du das an, jetzt gehst du den Weg und jetzt kommst du stärker zurück. Dann ist es natürlich klar, dass man da am Anfang viel Geduld braucht. Der Körper muss erstmal heilen und man kann da nicht so viel machen. Ist auch nicht so mobil, das ist dann schon auch eine schwere Zeit gewesen, ist ja klar. Und dann kommen aber irgendwann die ersten Fortschritte. Ich habe dann relativ früh oder ja, war auch motiviert oder ja, war einfach, ja, war motiviert, schnell wieder zurückzukommen und habe dann dort in Augsburg mit dem Reha-Training begonnen, schnell gute Fortschritte gemacht. Das ist halt so, klar. Wenn man dann Krafttraining macht, dann sieht man von Woche zu Woche, was passiert, dass man stärker wird, dass die Muskeln wiederkommen oder ja, noch größer werden. Von daher sind das dann so die ersten Erfolgserlebnisse, die man sammelt. Aber klar, brauchte ich dann auch eine gewisse Zeit für den Fuß, weil ich den doch relativ lange auch ruhig stellen musste. Also das heißt, ich war relativ lange Zeit da unmobil. Das ist natürlich gerade für einen Sportler auch eine relativ harte Zeit, wenn man auch immer auf Hilfe angewiesen ist. Und aber dann, klar, habe ich immer nach vorne geblickt. Im Endeffekt hatte ich dann auch, ja, wie soll ich sagen, von der Muskulatur her gute Fortschritte gemacht. Aber es war dann so, dass mein Knochen so schwer verletzt war, dass ich dort noch ein Knochenödem hartnäckig gehalten hat, was halt nicht so schnell heilt wie ein Schaden in der Muskulatur. Das wächst halt schneller zusammen und von daher musste ich mich dann auch in der Sommerpause nochmal gedulden und nochmal eine längere Zeit pausieren. Das war natürlich hart, nachdem man schon die ganze Arbeit gemacht hat und eigentlich sich auch so gewünscht hat, bald wieder einzugreifen zu können oder auch dann in der Sommervorbereitung da zu sein. Aber im Endeffekt war das vorher nicht, ja, war es eigentlich auch klar, wenn man ehrlich ist, dass es so lange Zeit braucht. Dann war es halt klar, mit den Ärzten nochmal besprochen, mach nochmal eine Pause von der Laufbelastung her, dass so die Stoßbelastung auf das Gelenk etwas reduziert wird. Das war dann nochmal hart, nicht trainieren, also nicht das Lauftraining weiter fortführen zu können. Das war dann nochmal so eine Geduldsprobe. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, das ist kein Problem, ich nehme das an. Dann habe ich Zeit, an anderen Sachen zu arbeiten, noch stabiler zu werden, noch kräftiger, noch mental stärker zu werden. Und
ja, so hatte ich dann jetzt eine relativ lange Vorlaufzeit auf das Trainingslager hier. Hab da jetzt im Endeffekt immer ein Jahr drauf gewartet, dass ich endlich wieder zurück kann. Und ja, bin jetzt froh, dass 2016 abgeschlossen ist und 2017 startet. Ein Jahr ist eine sehr, sehr lange Zeit, wenn man in dieser Zeit seinem Traumberuf nicht nachgehen kann. Wie hast du das gemacht, dass du da nicht in so ein Loch gefallen bist? Ich kann mir vorstellen, dass man da vom Kopf her sehr stark sein muss. Ja, wie habe ich das gemacht? Im Endeffekt habe ich mir das neue Ziel gesetzt, stärker zurückzukommen. Und ja, es ist irgendwie, wenn man ein Profisportler ist, dann gehört es auch irgendwo mit dazu, dass man verletzt ist. Man hofft natürlich immer, dass man keine schlimmen Verletzungen hat. In meinem Fall bin ich jetzt brutal von der Seite umgegrätscht worden, da konnte ich einfach nichts machen. Das ist dann, das wünscht sich natürlich keiner, dass man dann, ja, dass einem, ja, das passiert ja nicht jedem sozusagen. Das ist ja kein alltägliches Foul, sondern das ist, war ja Körperverletzung, wenn ich das so sagen darf. Aber, so hat sich zumindest angefühlt. Und ja, von daher ja, habe ich das einfach, zurückblicken bringt es ja nichts. Ich konnte es jetzt nicht mehr ändern. Natürlich war es am Anfang für mich so schade, weil ich wieder gut dabei war und gut gespielt hatte, top fit war und gute Leistung gezeigt habe. Aber ich habe gesagt, dass ich halt auch in einem Umfeld bin, wo ich Ärzte, Physiotherapeuten, Trainer habe, die mir das ermöglichen, die alles dafür tun, dass ich schnellstmöglich wieder zurückkomme. Und auch die Ärzte haben mir mit dem Operationsverlauf Hoffnung gemacht, dass man damit auf jeden Fall zurückkommt und dass das kein Grund ist, aufzuhören. Von daher war das für mich dann eigentlich klar, dass ich zurückkomme. Und mir war es im Endeffekt egal, wie lange es dauert. Hauptsache, ich komme wieder zurück auf den Platz. Und jetzt mentale Stärke, ich denke, ich kann mich immer auch ein bisschen auch auf die Vergangenheit berufen, dass ich, wann ich schon mal verletzt war, auch mal wieder gut zurückgekommen bin. Oder auch, wir hatten ja auch schon, ja, einfach wenn man sagt, im Sportlichen beim FC Augsburg, sehr schwierige Situationen, die mental sehr schwierig waren. Aber im Endeffekt waren diese großen Herausforderungen im Nachhinein auch die schönsten. Weil wenn man dann das geschafft hat, dann ist das immer was ganz Besonderes. Und so sehe ich das jetzt auch. Trotzdem, wie schafft man es, so eine grundpositive Einstellung an den Tag zu legen, auch wenn es mal nicht so läuft? Hast du dir da in irgendeiner Form Hilfe geholt? Bist du einfach so ein grundpositiver Mensch? Hattest du starken Rückhalt mit Familie und vom Verein? Ja, also wo soll ich anfangen? Fangen wir an, klar, also fangen wir mal hinten an. Verein war sensationell, also wie beim Präsidenten angefangen, beim Trainerteam, bei der Mannschaft. Auch bei den Jugendspielern, die ich noch kenne, die haben sich alle gemeldet und klar, alle, die haben mir nur das Beste gewünscht. Das war natürlich Wahnsinn, dass man da so eine relativ große Nachrichtenflut und Genesungswünsche bekommen hat. Das baut einen dann schon auf. Dann ist natürlich auch so, dass meine Familie ganz wichtig ist natürlich. Meine Frau auch sofort gesagt hat, wir gehen da durch. Ja, war schon. Man merkt das auch immer in den sozialen Netzwerken. Da kommt immer eine Flut an Rückfragen, wie es dir geht, wann du wieder zurückkommst, was du so machst. Hast du das in der ganzen Zeit über auch so wahrgenommen und so gespürt, dass die Fans auch total hinter dir standen und dass du da auch so ankommst? Ja, natürlich. Also ich habe das verfolgt und dann mitbekommen und klar, dass freut halt einfach, dass die Leute da mit Teil dran haben und sie mir nur das Beste wünschen. Das bestätigt mich auch irgendwo darin, dass ich vorher gute Arbeit gemacht habe und ich würde natürlich jetzt gerne dann wieder zurückkommen. Dafür drücken wir alle Daumen. Kommen wir ein bisschen zurück auf das Trainingslager hier. Du trainierst ja noch nicht mit der Mannschaft, tastest dich aber so langsam ran und machst viele individuelle Übungen. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie dein Training momentan aussieht und was du da genau alles machst? Also ich habe die letzten Monate schon mit dem Lauftraining begonnen. Das heißt, eine Aufbelastungsphase hinter mir. Jetzt ist es so, dass ich hier
Vor allen Dingen auch am Richtungswechsel arbeite. Das ist von der Ansteuerung her einfach noch was anderes als lineares Laufen. Da muss das Sprunggelenk ein bisschen mehr stabilisieren, da muss die Muskulatur ein bisschen mehr arbeiten. Da arbeiten wir jetzt schon auch sehr im Detail dran. Das ist gut. Also wenn man jetzt das nicht vielleicht kein Bewegungsexperte ist, dann wird man auch meinen, dass es schon relativ gut aussieht. Aber es muss natürlich nachher auf einem sehr, sehr hohen Niveau funktionieren und auch natürlich schnellstmöglich, dass ich mich schnellstmöglich bewege und dass es da null Einschränkungen gibt oder null Verzögerungen im Richtungswechsel. Von daher sind wir da auch sehr, sehr genau. Dann die andere Sache ist natürlich das Konditionelle. Ich habe jetzt heute Vormittag auch an meiner Kondition gearbeitet. Mache regelmäßig Läufe, die relativ intensiv und anstrengend sind. Aber auch Techniktraining mit Ball steht schon dran, sozusagen die Koordination, wie das Timing zu finden, das Ballgefühl zu bekommen. Es läuft aber bis jetzt sehr, sehr gut. Auch ich bin froh, dass es so gut klappt und dass es alles doch so ein bisschen ist wie Fahrradfahren, dass man das halt scheinbar dann doch nicht verlernt. Und das Wichtigste ist natürlich auch einfach, dass es mir natürlich auch total viel Spaß macht, wieder auf dem grünen Rasen zu sein, die Fußballschuhe anzuhaben, mit Ball zu arbeiten. Und dann fällt einem die Arbeit leichter und dann sind die Fortschritte auch dementsprechend gut. Gibt es irgendeinen Zeitplan, den du verfolgst, oder lässt du dir da nach einem Jahr jetzt verständlicherweise, wo die Zeit eh schon so lange ist, auch alle Zeit der Welt für deine Rückkehr ins Mannschaftstraining? Klar, einen genauen Zeitplan. Wir haben jetzt schon so besprochen, was die nächsten Schritte sind. Also klar, Kondition aufbauen, dann muss man irgendwann wieder sprinten, dann muss man Richtungswechsel können, dann kommen Sprünge dazu. Also es gibt da schon im Reha-Plan genaue Punkte, die man abarbeiten muss, dass man von einer Stufe zur nächsten kommt. Da sind wir aber mittendrin dabei und wie lange das dauert, ich versuche natürlich, das schnellstmöglich jetzt auch zu schaffen, ist ja klar, aber genauen Zeitplan möchte ich jetzt hier nicht nennen, aber mein Ziel ist es schon, auch dann natürlich schnellstmöglich zurückzukommen ins Mannschaftstraining und dann nochmal wieder zu spielen. Wir haben dich erst im Training erwischt, wie du mit Takashi Osami ein bisschen rumgedantelt hast mit dem Ball. Wie gut fühlt sich das an, wieder einen Ball am Fuß zu haben und auch so ein bisschen rumzutricksen? Das konntest du ja eine ganze Zeit lang jetzt nicht tun. Ja, das habe ich sehr lange vermisst, muss ich sagen. Habe mir immer wieder vorgestellt, wie ich Tricks mache und so. Und ich muss sagen, das hilft mir jetzt ein bisschen dabei, das wieder auszuführen und einfach nur ein bisschen zu spielen. Wenn man Fußballer ist, dann ist das natürlich einfach was Schönes, was dazugehört, einfach befreit aufspielen. Und dann natürlich mit Taka hat man natürlich auch Techniker dabei, wo es dann richtig Spaß macht und wo dann der Ball auch in der Luft bleibt. Und von daher ist einfach schön, da wieder ein bisschen zu spielen. Abschließend, du warst ja, obwohl du nicht auf dem Platz warst, das letzte Jahr nie weg, also immer ganz nah an der Mannschaft, hast die Jungs auch in der Kabine besucht, hast mit den Trainern gesprochen und dich ausgetauscht. Wie siehst du jetzt allgemein den FC Augsburg? In was für einer Verfassung siehst du die Jungs und auf was für einem Weg, auch jetzt hier, wenn du das Trainingslager so ein bisschen eine Revue passieren lässt die letzten Tage? Ja, ich denke, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind. In den Wochen vor Weihnachten hat sich noch einiges geändert. Konnte man schon gute Fortschritte erkennen. Gerade auch jetzt hier in der Trainingsarbeit, was ich beobachte und mitbekomme, finde ich, läuft es sehr gut. Die Jungs sind alle wie immer heiß und wollen sich verbessern. Dann gibt es natürlich jetzt auch durchs neue Trainerteam neue Impulse. Das spürt jeder. Es kommen neue Gedanken, neue Muster, neue Prinzipien, die wir uns erarbeiten, die dann auch das Spiel in der Rückrunde von uns prägen sollen. Das macht schon sehr viel Spaß zuzugucken und auch mitzumachen. Von daher sehe ich uns da auf einem guten Weg. Ist natürlich noch viel Arbeit vor uns, ist klar. Die Rückrunde wird mit Sicherheit, ist wie immer in der Bundesliga, eine große Herausforderung. Aber ich bin eigentlich sehr optimistisch,
dass wir da gute Leistung zeigen werden. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank für das Interview und wir drücken dir natürlich, da spreche ich sicherlich für alle, für Fans, Verein und alle, die dich kennen, alle Daumen, dass du möglichst schnell zurückkehrst auf den Platz, da wo wir dich sehen wollen. Alles klar, Dankeschön. Danke.